Sagen Sie mal, Entschuldigung. Haben Sie nicht gesehen oder was? Eieieiei. Habt ihr Scheiße? Sie fahren jetzt hier einmal rechts ran, aber ganz zack. Alles gut, Boys. Eine Fresse. Einmal rechts ranfahren, hier Motor aus auf meine Beifahrerseite. Komm mal ganz schnell. Ich sofort. Kann dich jetzt gerade nicht bei deinen Worten nennen, weil wir einfach hier gerade im RTS sind. Ey, ich muss so ein bisschen hier vorsichtig Nella. Sein. So, einmal bitte Personal aus, was Lizenzef zu mir. So wir werden es hier so frech so, wie der aussieht. So, Herr Abzer. Wie so ein Hobby-Porno-Darsteller. Hey, wieso bin ich... Ihr Lizenzheft, bitte. Bin ich nicht sick angezogen? Doch, so. Wunderschön. Manu Abza. Acer. Herr Abza. Wie? Acer. Gut, Herr Abza. Acer, wie die Marke hier, oder was? Wie die Marke? Ja. Was ist denn das für eine Marke? Herr Abza, haben Sie einmal bitte Verbandskassenreparaturgeld dabei? Ja, hab ich's dabei. Gut, aber ganz zackig jetzt hier mal zeigen. Okay. Ja, was ist denn hier los? So, ja, Sie können reingucken. Ja, oder passt soweit. Gut, Herr Abza, dann kommen Sie nochmal bitte hier zur Seite. So, Herr Abza, Sie wissen, was Sie falsch gemacht haben? Nee. Ja, ich bin ein bisschen zu schnell hier über das Stoppschild, aber ich habe ja hier gleich was noch ein bisschen gesehen. Zu was sind Sie? Was? Über das Stoppschild bin ich gefahren. Was für ein Schild? Wie bitte? Über das Stoppschild. Stoppschild heißt Stopp, genau. Stopp. Woher kenne ich das? Also, Sie sagen jetzt bitte nochmal Stoppschild. Das Stoppschild da vorne. Stoppschild. Das. Stopp. Stopp. SCH, jetzt sagen Sie nochmal. So eine Scheiße, ich kann das nicht. Stoppschild. So eine Scheiße. So eine Scheiße heißt das. Nein! Und mir platzt hier auch gleich der Arsch, da kann ich Ihnen sagen. Nicht der Arsch platzen. Das ist nicht Sinn. Boah, gut, Herr Abza. Ja. So. Sie wissen, was Sie falsch gemacht haben, ja? Ja, das Stoppschild überfahren. Das was? Bitte nichts. Bitte was? Sagen Sie mal, sch. Wir sind nicht mein Akzent jetzt verarschen. Was für verarschen? Mich nicht verarschen. SCH. Ja, das kann ich nicht. Okay, dann machen ja, Sie das mal. Ist ja nicht mein dann Problem. Machen Sie mal Windgeräusche. Ja, ich weiß nicht, wie der Wind so geht. Oh. Machen Sie mal ein Windgeräusch. So, psst. Nee, das ist eher pinkeln, oder? Ja. Gut, Herr Abza. Ja. Einmal fahrlässiges Verursachen als Unfall, so Missachtung der Vorfahrtsregeln haben Sie gekriegt von mir, ja? 4.150 Dollar gehen Sie die bezahlen. Wenn das noch einmal vorkommen sollte, dann rappelt's. Muss ich jetzt dann noch Sprachkurs machen? Nee, oder? Was für ein Ding? Ein Sprachkurs. Was? Ein Sprachkurs. Ein Sprachkurs, meinen Sie? Sagen Sie mal, pst. Pst. Guten Tag, Tablo, mein Name. Nee, nicht jetzt, nee, hier ist jetzt gerade RTS. Einmal bitte entfernen jetzt. Aber ganz zackig die ganzen Kollegen. Sie haben uns doch als Content gerufen. Nee, das ist mir völlig egal, dann im Auto sitzen bleiben, wie ganz normal beim Content. Auf jetzt ins Fahrzeug, aber ganz schnell. Sie auch, Herr Ravello Tablo. Jetzt reicht's mir aber langsam. Ich diskutiere jetzt Nein, Sie diskutieren hier jetzt nicht. Sie gehen jetzt wieder ins Fahrzeug rein. Hier ist gerade RTS und Sie stören uns dabei nicht. Hatten Sie gerade einen schweren Einsatz? Was für ein Ding? Einen schweren Einsatz, weil Sie ein bisschen so gestresst sind. Sie wollen mich eigentlich komplett verarschen. Hä, wieso denn? Ganz dünnes Eis, sage ich Ihnen. Ganz, ganz dünnes Eis gerade bei den Herrn Hart. Okay. Ich merke das schon. Ich kenne den Herrn so lange. Eis. Es brodelt in ihn. Aber war das so ein bisschen vorher gereist oder jetzt nur wegen der Aktion jetzt hier? Wie bitte? Ach, so scheiße. Gut, Herr Abza. Ja? Ich würde Sie nochmal bitten, dass Sie vielleicht nochmal in den entsprechenden Sprachkurs gehen, ja, und dann nochmal vorstellig werden bei uns. Muss ich den über Live-Inwerder suchen oder Regierung eher? Gehen Sie aber zurück in die Regierung und melden Sie sich bei der Frau Volantes. Okay. Ganz kleinen Moment, bitte. Ärzte dürfen weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Da hatte ich noch nie Probleme, also auch Stop-Seal oder so, ja, das, ja. Ich hoffe, Sie verstehen meinen Sarkasmus. Ich weiß nicht, ob das Sarkasmus ist. So. Alles klar. Ich fahre lieber weiter, gell? Ja, Sie fahren jetzt lieber weiter. Euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen was. Schönes. Ja, so. Tschüss.